Und was ist mit meinen Kinderrechten? Diesen Kommentar musste ich mir doch neulich von meinem 8-jährigen Sohn anhören, als ich ihn dazu bringen wollte, endlich mal sein Kinderzimmer aufzuräumen. Ziemlich genervt habe ich ihm dann geantwortet, also, bis du 18 bist, nennen wir das bei uns daheim Erziehung, mein Schatz. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann. Auch wenn sich nach Ansicht meines Sohnes Kinderrechte und meine Erziehungsmethoden absolut ausschließen, so halte ich es im Schulunterricht doch nach wie vor für äußerst sinnvoll, den Kindern schon ab der Grundschule das Konzept der Kinderrechte näher zu bringen. Nicht ohne Grund ist dieses Thema auch in den meisten Lehrplänen für die Grundschule zu finden. Ich habe Ihnen zu diesem Thema ein paar sehr schöne, spielerische und vor allem kostenlose Materialien für Ihren Unterricht herausgesucht. Ich denke, diese könnten Ihren Schülerinnen und Schülern vielleicht dann doch das näher bringen, was mein lieber Sohn sich nach wie vor zu verstehen weigert. Ich denke, als toller Einstieg in das Unterrichtsthema Kinderrechte eignet sich der wissenswerte Film von UNICEF. Auf dem Portal von UNICEF finden Sie zudem viele tolle Materialien für Ihren Unterricht, wie Ausmalposter, Aktionsideen, Kartensets für einen Takeover-Tag und auch ein Quiz zum Thema Kinderrechte. Auch das Portal Kindersache vom Deutschen Kinderhilfswerk bietet sich gerade in iPad-Klassen der Grundschule als ein sehr schöner Kick-off an. Diese bunte, interaktive Kinderseite lädt Kinder zum Stöbern ein. Und vor allem finden junge Schülerinnen und Schüler hier kindgerechte Informationen zum Thema Kinderrechte und zur UN-Kinderrechtskonvention. Unbedingt empfehlen kann ich auch das Spiel Kinderrechtivity. Hier können Begriffe aus den Kinderrechten wie Kinderschutz, Zwangsheirat oder Kinderarbeit vorgespielt, erklärt oder gezeichnet werden, die Ihre Klassenkameraden dann erraten müssen. Die entsprechenden Dateien können Sie von dem Portal von Plan International Deutschland herunterladen. Die Spielkarten und auch der Würfel können ausgedruckt, ausgeschnitten und dann zusammengeklebt werden. Wenn Sie nach weiteren Materialien für die Klassen 3 bis 6 suchen, werden Sie auch bei sternsinger.de fündig. In deren Unterrichtsbausteinen finden Sie Aktionsideen, Arbeitsblätter und auch einen Wortgottesdienst. Auch das Aktionspaket Solibrot von Miserior gefällt mir ausgesprochen gut, da dies den Schülerinnen und Schülern das Leben von Kindern in anderen Teilen der Welt vielleicht ein wenig näher bringen kann. Wenn Sie im Unterricht das Thema Kinderrechte behandeln, sollte da auch der Aspekt der Kinderarbeit unbedingt mit hineinspielen. Weitreichende Hintergrundinformationen zu dem Thema Kinderarbeit finden Sie bei planetwissen.de. Hier werden nicht nur die Ursachen von Kinderarbeit detailliert erklärt, sondern auch einige Hilfsorganisationen und Umstrukturierungsmaßnahmen in verschiedenen Ländern vorgestellt. Sehr gut gefällt mir auch das Portal actionkids.de, der Kindernothilfe. Die Materialsammlung bietet Hintergrundinformationen rund um das Thema Kinderarbeit sowie Unterrichts- und Bastelideen, Fotostrecken und Kopiervorlagen. Es stehen auch Materialien zu den Themen Kinderarbeit in Indien, Sambia, Peru, Äthiopien und Pakistan zur Verfügung. Ich bedanke mich, dass Sie heute mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben ein paar schöne und außergewöhnliche Ideen für Ihre Unterrichtsgestaltung mitnehmen können. So, und ich gehe jetzt und lasse mich auf eine erneute Diskussion ein, ob das Zimmer aufräumen nun unter Kinderarbeit fällt oder nicht. Wünschen Sie mir Glück.